zurück zu meinem Let's Play von Dark Project. Ja, ich habe gestern die Downwinder Quests beendet. Und eigentlich habe ich die schon viel, viel früher beendet, aber gestern habe ich den Part halt hochgeladen und werde dann jetzt mit der nächsten Quest weitermachen. Das Problem, das ich im Moment habe, ist, wie ihr hier in der Ecke vielleicht schon sehen könnt, es ist wahnsinnig dunkel und ich habe keine Ahnung, wie ich das ändern kann. Ich habe die Gamma-Einstellung, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil er das ja quasi prinzipiell ignoriert. Ich habe die Gamma-Einstellung schon so hochgestellt, wie es nur geht, aber hier tut sich halt leider trotzdem nichts. Ja, ich muss jetzt halt zusehen, dass es irgendwie funktioniert. Morgen Nachmittag kommt ein guter Freund vorbei und schaut sich an, ob man da an der Grafikkarte vielleicht irgendwas umstellen kann. Aber jetzt muss es leider erst einmal so funktionieren. Kleinen Moment, ich muss noch kurz... So, meinen Timer einstellen. Und wie ihr vielleicht auch hört, ich habe jetzt neuerdings auch endlich ein neues Mikrofon. Und ich finde das einfach wahnsinnig toll, weil ich liebe dieses Mikrofon. Es ist so wundervoll, es hört sich alles so klar an und es ist nicht mehr so... Bäh. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr geil. So, um euch kurz zu erklären, worum es hier genau geht. Wir haben die Downwinder-Quest beendet. Und ich habe jetzt auch angefangen, die Cutscenes, die hier immer dazwischen kommen, auf meinem Kanal hochzuladen, und zwar auf Deutsch. Das Spiel selber ist ja bei mir auf Englisch, aber die Cutscenes habe ich dann tatsächlich doch auf Deutsch gefunden und könnte sie euch jetzt quasi auch in einer separaten Playlist hochladen. Ich schreibe auch in die Videobeschreibung von diesen Cutscenes immer rein, an welcher Stelle ihr die ungefähr gucken müsst. Also an vor oder nach welchem Video ihr euch die angucken solltet. Und für den Fall, dass ich hier jetzt mittlerweile schon die Cutscenes eingespielt habe, wisst ihr ja, worum es geht. Ansonsten erkläre ich es trotzdem kurz nochmal. Wir wurden von einer Frau namens Victoria angesprochen, dass wir aus dem Haus von einem Kerl namens Konstantin... Heißt er Konstantin? Ich weiß es nicht. Ja, ne? Er heißt Konstantin. ein gewisses Schwert entwenden sollen. Und das Besondere an diesem Konstantin ist, dass er einen sehr, wirklich sehr extravaganten Geschmack hat, was seine Wohnungseinrichtungen angeht. Und momentan sehen wir das Ganze nur von außen. Aber wenn wir einmal innen sind, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine. Das ist wirklich der Wahnsinn, wie dieses Haus hier aufgebaut ist. Da wird einem schwindelig teilweise. So kurios ist das. Hier vorne wäre jetzt der Vordereingang. Allerdings, wie ihr schon seht, scharwenzeln da Wachen rum. Und es wäre natürlich auch nicht sehr ratsam, als Meisterdieb durch den Vordereingang reinzustürmen. Deshalb werden wir uns hier hinten... Sorry, meine Maus ist manchmal ein bisschen laut, wenn ich die bewege. Ich habe kein Mauspad. Hier hinten können wir uns mit einem Seilpfeil ganz leicht einen Weg in das Haus bahnen. Zack. Und hoch geht's. So. Hui. Tada. Okay, ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Hier oben ist noch keiner, deswegen kann ich einfach so reinspazieren. Das interessiert gerade keinen. Und ohne jetzt groß spoilern zu wollen, kann ich euch sagen, dass dieses Haus hier, beziehungsweise der Typ, dem dieses Haus gehört, noch eine sehr, sehr große Rolle in diesem Spiel spielen wird. Und vor allem für Garrett eine sehr große Rolle spielen wird. Zack. Tam, 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 tadam, tadam. Oh, okay. Hier läuft auch noch keiner rum. Ach, kleinen Moment. Ich packe mir mal kurz irgendwas unter die Maus. Das nervt mich gerade selber so ein bisschen. So. Ja, dass ich wenigstens irgendwas darunter... Oh mein Gott. Ah, schon besser. So.
Ach, ist auch blöd. Naja, was soll's. Machen wir das halt so. Ich finde das immer ganz schrecklich, wenn jemand während seines Plays immer so die Maus so ruckartig bewegt und so schnell hin und her guckt. Das finde ich ganz schrecklich. Jetzt momentan mache ich das leider selber. Ich hoffe, das ist für euch nicht zu schlimm. Gucke ich mal kurz, ob ich hier oben weiterkomme. Hoch da. Ja, hoch. Weiter. Danke. Wie gesagt, momentan läuft hier noch keiner rum, deswegen ist es relativ sicher. Ah, okay, nee, hier komme ich nicht weiter. Dann versuchen wir es doch mal unten. Da müssten wir nämlich weiterkommen. Bevor es hier weitergeht, würde ich gerne einmal kurz schnell speichern. So. Und damit ein herzliches Willkommen in Konstantins Heim. Noch sieht alles sehr normal aus. Aber wartet es ab. Normalerweise laufen hier auch irgendwo Wachen rum. Ich höre nur gerade nichts. Doch, da hinten, da kommt einer. Okay. Warten wir hier einfach kurz noch. Ich hoffe, der will hier nicht rein. Vielleicht sollte ich schon mal ein paar Moosfeilchen. Ich habe nur zwei, scheiße. Okay, das war dumm. Ich hätte noch ein paar mehr dazu holen sollen. Das Moos auf dem Boden interessiert dich natürlich überhaupt nicht, mein Freund. Ist hier auch noch eine? Ach, scheiße, jetzt kommt der da an. Nein, der geht da rein. Okay, das heißt, ich kann den hier kurz niederknöpeln. Nein, nicht mit meinem Pfeil. Das hat jetzt ein bisschen sehr lange gedauert. Ich hoffe, dass mich jetzt hier keiner sieht. Und zack. Nein, alles gut. So, pass auf, dann lege ich dich hier... Nein, los. Dankeschön. Lege ich dich hier kurz in die Ecke. Und warte auf den nächsten Kameraden. Der hier hoffentlich irgendwann noch wieder rauskommt. Ich weiß nicht, ob da vorne jetzt noch irgendwo einer rumrennt. Ich hoffe es einfach mal nicht. Die Missionsziele könnte ich euch noch kurz vorlesen. Ihr seht das ja jetzt gerade leider nicht, aber die Mission nennt sich das Schwert. Schwierigkeitsgrad ist bei mir normal. Finde und stehle das Schwert. Ich soll also upstairs, die Treppe hoch quasi sozusagen. Ich muss also in dem Haus in die oberen Stockwerke. Ich muss 500 Gold an Reichtümern hier quasi mitgehen lassen. Nur 500 ist ja gar nichts. Und am Ende muss ich das Haus wieder verlassen. Okay, Schwert, 500 Gold und dann wieder weg. Sollte irgendwie zu machen sein, denke ich. Wie viele Wasserfälle habe ich denn? Ah, da kommt er wieder. Okay, dann hat sich das erledigt. Ach, die geht immer wieder da rein. Scheiße. Naja, gut, okay. Aber dann habe ich wenigstens was, woran ich mich orientieren kann. Und dann würde ich sagen, gehe ich erstmal hier rein. Okay. Oh. Ah, Moment. Schlüssel? Hm, schade. Ah. Bingo. Oh, das ist aber schön. Danke sehr. So, einmal speichern bitte, damit ich das nicht direkt wieder verliere. Okay. Soll das ein Tisch oder ein Sarg sein? Hier komme ich wieder zurück. So. Soll ich jetzt warten, bis ich... Ich kann auch erst in die andere Richtung laufen, oder? Von da vorne kommt er raus, läuft dann hier längs und geht da vorne wieder rein. Okay. Dum, dum, dum. Würde ich sagen, folge ich dir doch einfach mal.
ist mit Sicherheit nicht der Einzige, der hier rumrennt. Deshalb. Okay, ich hätte wirklich mehr Moospfeile mitnehmen sollen, fällt mir gerade auf. Das ist ganz, ganz böse gerade, dass ich so wenig Moospfeile habe. Okay, hier sieht mich zumindest keiner. Wie ihr auch seht, hier sind überall Fliesen verlegt. Das ist ein sehr, sehr lauter Boden. Deswegen wären Moospfeile hier ein sehr, sehr wertvolles Gut gewesen. Ich muss hoch, richtig? Aber ich will doch nicht jetzt direkt schon hoch. Ich hoffe, hier kommt kein Alarm. Nee, ich will nicht jetzt schon hoch. Ups. Hui. Haben die mich entdeckt? Ich habe keine Ahnung, ob die mir jetzt schon hinterher rennen. Ich hoffe einfach mal nicht. Ich verstecke mich so lange im Kamin. Mein Gott, ist das laut. Ach, er hier. Ach, Mensch. Hi. Kommt der direkt in. Just surrender now. Was? Ach, der hat mich gesehen. Scheiße. Okay. Ups. Upsa. Nein. So. Gorgos, sei stolz auf mich. Nein, Quatsch. Ich habe auch irgendwie gerade keine andere Möglichkeit gesehen, als den jetzt irgendwie... Natürlich hätte es andere Möglichkeiten gegeben, aber ich hatte keinen Bock, neu zu laden. War es auch nicht unbedingt immer die beste Lösung. Gibt es hier noch was zu? Oh, lecker. Essen. Irgendwo höre ich die hier doch noch laufen, Mensch. Na komm, passt. War das jetzt der hier mal längs gelaufen ist so? Oder? Ja, ne? Mein Gott, was sind das denn für Geräusche? Okay, das da unten dürfte die Tür sein, durch die wir hier hätten runtergehen können. Ein leerer Gang. Sehr schön. Zack. Wo sind wir hier? Ach, das ist wieder dieser Tisch. Alles klar. Wie jetzt? Hier geht's auch nach oben? Ich will aber nach unten. Komme ich hier nicht weiter? Ah ne, ich glaube, das ist eine Tür, durch die man nicht weiterkommt. Schade eigentlich. Ups. Nein, zurück. Ach, Mist. Nee. Nee, hier kommt man nicht weiter. Schade, schade. So, da draußen geht's... Da draußen, genau. Da draußen geht's in den Garten. Problem ist hier nur, dass hier alles so hell ist. Die sehen mich doch alle direkt. Hier ist ein Schatten. Das ist ein Schatten, verdammt. Niemand. Nein.
Komm schon. Oh, ihr seid doch alles scheiße. Okay, jetzt habe ich den Kerl doch noch nicht umgebracht. Das heißt, ihr habt Glück gehabt. Schon ein bisschen nervig, wenn hier überall diese Wachen rumrennen. Nein, nein, du kommst hier nicht her. Nein. Schuh, schuh, schuh. Nein. Okay, ich hätte mich beeilen sollen. Mann. Okay, tschüss. Nein, die verfolgen mich, richtig? Die verfolgen mich. Ach Mann, ich habe keinen Bock, ständig neu laden zu müssen. Verdammte Scheiße. Siehst du mich? Nein, du siehst mich nicht. Okay, braver Junge. Gut, dann nehme ich das hier noch mit. Zack. Autsch. Und Tür wieder zu machen. Dankeschön. Ging es hier in den Garten? Ja, ne? Nee. Nee, gar nicht wahr. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Verdammt. Das ist eine völlig andere Ecke. Okay, kleinen Moment. Speichern. Ugh. Mensch. Irgendwie... Man kann doch auch... Ach, ich weiß es nicht. Okay. Ja, willst du hierher kommen? Los, komm, 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 sehr lieb. Okay, den kann ich aber erst auslöschen, wenn ich hier... Ich brauche noch einen Moospfeil. Ah, ich habe keine Moospfeile mehr. Ich hoffe, ich finde hier noch ein paar. You can't hide for long. Was? Wie zum Henker hat er mich denn jetzt entdeckt? I hear you there. Ach so, wegen dem... Oh nein. Wegen dem Boden. Come out here, I dare you. Ey! Wegen dem Boden, ich darf mich nicht bewegen. Okay, direkt einen Moospfeil hier hinpacken. Bams. Dann kann er mich im besten Fall nämlich auch nicht mehr hören. Oder er läuft mir einfach in die Arme. Und entdeckt mich deshalb. Ist beides scheiße. Ich weiß nur, dass ich den hier gerade nicht gebrauchen kann und deswegen gerne ausschalten würde. Komm schon. Dankeschön. So. Angenehme Träume. Verfrachte dich jetzt einfach mal hier in die dunkle Ecke. So, zack, da. Achso, nee, das waren meine Schritte. Ich erschrecke mich für meine eigenen Schritte, Mensch. Mensch. Uiuiuiui. Bingo. 361. Passt, würde ich sagen. Die 500 kriegen wir super schnell zusammen. Okay. Ach, hier sind wir... Ah, ich bin jetzt quasi einmal im Kreis gelaufen, verstehe. Sehr gut. Das heißt, hier lande ich wieder da, wo es die Treppe hochgeht. Oh, oh, ich hoffe, der will nicht hier rein. Willst du hier rein? Nein, du willst da links. Alright, oh, ja, ich weiß, hier sind Fliesen, ich weiß. Och, Mensch. Okay, der will da die Treppe hoch, genauso wie ich. Sehr schön. Nein, der will jetzt da rein. Auch nicht schlecht. Soll er gehen? Ich gehe hier hoch. Yay! Badam, 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 pam, pam. Okay, hier geht's quasi los. Ab hier wird's interessant. Hier sind wir nämlich im oberen Stockwerk von Konstantins Haus. Und hier... Ja.
wenn man sich schon etwas umguckt, dann sieht man schon, dass hier die Architektur etwas kurios gestaltet ist. Die Fenster hängen schräg. Die Wände sind irgendwie etwas morbide. Wow! Und er hat fallen. Ja. Ne? Ich speichere einmal kurz. Und muss ja aufpassen, dass ich nicht von irgendwas erschlagen werde. Weil hier muss man echt auf alles gefasst sein in diesem Haus. Besonders in diesem Stockwerk hier oben. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob hier noch Wachen rumrennen. Ja, komm, mach hinne. Danke. Hier ist es auch schon öfter mal vorgekommen, dass ich einfach tot umgefallen bin und gar nicht wusste, warum. Ja, silberne Fackeln. Hier ist überall Teppich, das heißt, ich muss gar nicht groß schleichen. Wunderschönes Bett. In Blau. Sogar ein sehr schönes Blau. Ich liebe ja dieses richtig heftig dunkle Blau. Hä? Ich dachte, das wäre eine Badewanne. Nein. Aha! Deshalb diese kuriose Architektur. Der Herr, der züchtet sich hier seine Pilze an. Wusste ich's doch. Okay, ich glaube, hier geht's wieder raus. Geh ich mal raus. Bitte geh nach außen auf. Bitte geh nach außen. Autsch. Naja, wäre ja auch zu schön gewesen. Hey, komm schon. Richtig, hier geht's wieder raus. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Nein, aber hier geht's weiter. Oder komme ich da her? Nein, da komme ich nicht her. Hä? Achso, hier ist ein... Alles klar. Schlüssel? Ich würde aber ganz gerne erstmal die Schriftrolle lesen. Master, the one who trespassed your greenhouse is... chastised? Egal. He did not know the rules, but spies there no longer. Zu Deutsch ungefähr sowas wie... der Kerl wird euer Gewächshaus nie wieder betreten. Kurzum. Da ist wohl in sein Gewächshaus irgendwer eingebrochen. Oder nicht eingebrochen, sondern hat sich da, hat da rumgeschnüffelt. Und jetzt hat sich jemand darum gekümmert, dass das nicht mehr vorkommt. Dass da nicht mehr herumgeschnüffelt werden kann. Zumindest nicht mehr von diesem Kerl. Ich finde doch diese Geräusche hier immer etwas sehr kurios. Sagen wir es mal so. Okay, das hier ist tatsächlich die... Und zack! Oh, ich finde das jetzt schon so ein bisschen... Ah! Oh, also, oh, oh mein Gott! Ja. Hier hätte ich besser aufmachen sollen, während ich geduckt war. Also, ne? Ihr merkt's. Es ist gefährlich. Dezent gefährlich. Und hier sieht man mal wieder nichts. Naja, ist egal. Okay, so gerne ich mich auch hier jetzt weiter noch umgucken würde, ich muss, glaube ich, den Part langsam beenden. Außerdem latschen hier irgendwo wieder Wachen rum. Mäh, nerv. Okay, dann soll ich vielleicht die Tür mal hier wieder zumachen. Ja, hier ist gar keine Tür. Hahaha, lustig. Ja, wie gesagt, ich muss den Part langsam beenden. Deshalb vielen Dank, dass ihr mir hier zugesehen habt. Ich hoffe, der Part hat euch bis hierhin gefallen und es wird auch auf jeden Fall noch weitergehen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant, dieses Haus noch weiter zu erkunden und ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall dabei. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Kommentare sind auch immer gern gesehen. Ja. Schaut unten in die Videobeschreibung, falls es euch interessiert. Da sind meistens wichtige Links drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.